In diesem Kurzvideo geht es um das Karpaltunnelsyndrom, den berühmten Engpass auf der Unterseite des Handgelenks. Durch diesen Karpaltunnel verlaufen 9 Sehnen und ein Nerv, der Medianusnerv. Das Leitsymptom des Karpaltunnelsyndroms sind allmorgendlich eingeschlafene Finger, Daumen, Zeige und Mittelfinger, um genau zu sein. Später kommen Kraftverlust und Muskelschwund hinzu. Ich möchte Ihnen zeigen, wie es dazu kommt und was Sie konkret dagegen tun können, therapeutisch wie präventiv. Und so entsteht das Karpaltunnelsyndrom. Zu den eingeschlafenen Fingern kommt es durch Druckschädigung des Medianusnervs. Zur Druckschädigung des Nervs kommt es durch Platzmangel. Zum Platzmangel kommt es durch Verdickung der 9 hier verlaufenden Sehnenscheiden der langen Fingerbeuger. Die Verdickung der Sehnenscheiden wiederum entsteht durch Alter, Stoffwechselveränderungen sowie durch chronische Überlastung der langen Fingerbeuger. Die chronische Überlastung der langen Fingerbeuger wiederum hängt mit dem Nichtgebrauch der kurzen Fingerbeuger zusammen. Deshalb fokussiert die funktionelle Therapie auf die Aktivierung der Handmuskulatur. Ein Dutzend kleiner Mittelhandmuskeln trägt 40% zur Faustschlusskraft bei. Konkret geht es in Therapie und Prävention um Folgendes: weniger Aktivität der langen Fingerbeuger und mehr Aktivität der kurzen Fingerbeuger. Hinzu kommt der Aufbau des Handquergewölbes zwischen Daumen und Kleinfinger. Ein gut aufgespannter Oppositionsbogen wirkt bis in die Tiefe der Handwurzel hinein und vermag so mitunter mehr Platz im Dach des Karpaltunnels zu schaffen. Wichtig ist, das Problem Karpaltunnelsyndrom im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Veranlagung und Alter, mechanische Beanspruchung der Finger und Hände, chronische Fehlbelastung im Handgelenk, falsche Ernährung, Übergewicht, hormonelle Umstellungen sowie insbesondere Schilddrüsenfehlfunktionen führen zu Platzproblemen im Karpaltunnel und begünstigen so die Entstehung eines Karpaltunnelsyndroms. Zusammenfassend gilt aus funktioneller Sicht: Fehlbelastung erkennen, gezielt üben, kräftig und beweglich bleiben.